So, hallo Leute, ein neues Video von mir und zwar geht es um Weidezaungeräte. Ich bin kein Tierquäler oder so, im Gegenteil, ich mag Tiere, aber ich habe einfach eine Vergangenheit mit diesen Dingern, denn als ich ein Kind war und aufgewachsen oder da, wo ich aufgewachsen bin, gab es sehr viele von diesen Elektrozäunen. Und wie ihr euch sicher denken könnt, wenn man da mit Hochspannung in Berührung kommt und diese Hochspannung quasi vor der Haustür zur Verfügung hat, spielt man da sehr viel rum. Ich habe dann in den weiteren Jugendjahren versucht, sowas selber zu bauen und mich fasziniert einfach die Effizienz dieser Geräte. Wir haben hier eine Stromaufnahme von 9 Volt und gerade mal 16 mA. Das ist viel weniger, als selbst ein kleines, handliches Solarmodul produzieren kann. Und trotzdem generieren diese Geräte jede Sekunde einen Hochspannungsimpuls mit einem dicken Lichtbogen, 5, 6 mm lang, richtig viel Energie. Diese Effizienz hat mich einfach immer fasziniert und ich habe sehr lange in meiner Jugend versucht, das nachzubauen. Und generell war ich in meiner Jugend, 14, 15, 16, sehr interessiert an Hochspannung. Dieses Video geht also über Weidezaungeräte, deren Geschichte, meinen eigenen Forschungen nach und deren heutiger Technologie und Entwicklung. Wir fangen gleich mit dem ersten Gerät an, welches ein rein mechanisches Gerät sein sollte. Natürlich ist es nicht mechanisch, ich habe aber auch ein Relais eingebaut, dass wir hier einen mechanischen Schaltkontakt haben. Diese Geräte waren so aufgebaut, ich versuche euch das jetzt hier zu zeigen. Hier sind 12 Volt Eingang, hier haben wir den großen Elko, 5000 Mikrofarad. Dann haben wir einen mechanischen Oszillator, das sollen Zahnräder darstellen, ja, kein Kommentar zur Zeichnung. Einen Schalter, einen Trafo und noch ein bisschen Elektronik. Das Ganze funktioniert immer so, dieser Kondensator wird mit 12 Volt geladen, der Oszillator schaltet in einem kurzen Moment diesen Schalter ein, dadurch entleert sich dieser Kondensator über den Trafo und am Ausgang entsteht ein Hochspannungsimpuls. Das Übersetzungsverhältnis kann zum Beispiel 1 zu 100 gewesen sein. Ich weiß es jetzt nicht so genau. Am Ausgang haben wir noch Widerstand mit einer Energiesparlampe, mit einer Neonlampe, der die Impulse anzeigt. Dieser Oszillator, wie ist der aufgebaut? Nun, ich hatte selber mal ein Weidezaungerät mit einem Quecksilberrelais. Wie das genau funktioniert hat, weiß ich nicht. Ich habe aber im Video gesehen, von einem Weidezaungerät, da war das so gelöst, der Trafo war irgendwie offen, dass man das Magnetfeld abgreifen konnte. Dann war da irgendwie ein Rad mit einer Feder und das Ganze war so, dass am Anfang der Kontakt geschlossen wird, also ein Öffnerkontakt. Man schaltet also den Strom an, der Trafo generiert ein magnetisches Feld und irgendwie wird dann entweder die Feder und dieser Kreisel abgestoßen oder angezogen. Ich weiß nicht, jedenfalls hat es dafür gesorgt, dass die Feder sich rückwärts gedreht hat. Dadurch war der Kontakt offen. Jetzt ist ja keine Gegenkraft mehr da. Die Feder zieht also dieses Teil wieder zurück. Der Trafo-Kontakt wird wieder geschlossen, der Trafo erzeugt wieder ein magnetisches Feld, das wiederum, das ganzen Kreisel wiederum rückwärts drehen lässt und so ging das Ganze immer hin und her und man hatte einen rhythmischen Impuls. Wie gesagt, ich hatte selber ein Weidezaungerät mit einem Quecksilberrelais und ich habe auch mal eins gesehen, eine Konstruktion mit einer Murmel und irgendwie einer Art Wippe, wo dann immer die Murmel hin und her gerollt ist. Also der Kreativität sind hier scheinbar keine Grenzen gesetzt. Wie auch immer, diese Weidezaungeräte, die mechanischen, ich habe meins geschrottet damals, da kamen 6 mm lange Blitze raus, schöne orange Lichtbögen. Ich habe aber zu viel gespielt und irgendwann wurden diese 6 mm Blitze nur noch 1 mm lang. Da war parallel zur Primärspule des Trafos eine RC-Kombi in so einem Metallgehäuse, da war auf dem Symbol aufgedrückt irgendwie sonst was oben plus sonst was μf, also Punkt μf. Man braucht also diesen Kondensator. Gut, jetzt führe ich euch das Ganze mal vor. Hier habe ich auch die Schaltung nachgebaut, natürlich mit dem falschen Trafo. Denn diese Trafos verwendet man normalerweise nicht in Weidezaungeräten. Allein schon wegen Übersetzungsverhältnis. Wir haben hier 1 zu 20 und wir brauchen ca. 1 zu 100. Und da stimmen auch andere Werte nicht. Man kann sie zwar in Bastelgeräten verwenden, aber normalerweise verwendet man sie eher nicht. Wie auch immer, ich schalte jetzt das Ganze ein. Das ist natürlich zu schnell bei mir. Aber es geht einfach nur um das Vorführen. Man sieht schon, dass in dem Relais jedes Mal hier ein Lichtbogen ist, der nicht unbedingt erwünscht ist. Und jetzt schauen wir uns mal den Lichtbogen am Ausgang von dem Trafo an. Ja, das ist sehr schwer zu filmen, denn dieser Lichtbogen ist so klein, dass man ihn kaum sieht. Und vor allem im Gegenlicht, ich habe schon mehrere Aufnahmen gemacht, aber es ist echt sehr schwer zu filmen. Vielleicht schaffe ich das. Ah, jetzt hat man ein kurzes Blitzchen gesehen. Also man sieht schon, dass hier ein kleiner Lichtbogen ist. Jetzt stecke ich mal diesen Parallelkondensator dazu, der das Ganze natürlich nur ungefähr auf Resonanz bringt. Und man sieht schon, dass hier wahrscheinlich immer noch Lichtbögen sind, aber sie sind viel kleiner geworden, viel, viel schwächer. Und wenn wir uns jetzt mal den Ausgangslichtbogen anschauen, und auch hören, dann sieht man, dass da schon ein deutlicher Unterschied ist mit und ohne Resonanzkondensator. Das ist jetzt mit Resonanzkondensator. Die Lichtbögen sind viel lauter, viel stärker. Man sieht sie auch tatsächlich in Anführungszeichen. Und eben diese Schaltung hat es bei meinem Weidezaungerät, das ich damals besessen habe, hat es eben diese RC-Kombi durchgehauen. Und wir haben dann versucht, es zu reparieren, mein Kumpel und ich. Und ja, wir haben es nicht wirklich hinbekommen. Wir haben es zwar hinbekommen, dass es wieder ein bisschen funktioniert hat, aber so gut wie im Original haben wir es nicht mehr hinbekommen. Ich muss dazu sagen, das war 6. Klasse oder so, also da war man, wie alt ist man da, irgendwas zwischen 12 und 14, oder? Ich weiß es jetzt gerade nicht mehr, ich war schon lange nicht mehr in der Schule. ja, da war unser Fachwissen noch nicht so groß.
Aber das hat sie jedenfalls durchgehauen und deswegen ging das nicht mehr. Ihr seht schon bei diesen mechanischen Weidezaungeräten, diese Schaltung ist sehr wichtig. Gut, aber mechanische Weidezaungeräte haben natürlich auch Nachteile. Denn wir haben hier logischerweise einen Verschleiß. Irgendwann bricht mal diese Feder in dem Weidezaungerät wahrscheinlich oder irgendwann ist der Kontakt einfach abgebrannt und es ist einfach nicht mehr so toll. Deswegen, nachdem sich Technologie natürlich auch entwickelt, haben sie später dann elektronische Weidezaungeräte gebaut. Sie haben die ganze Mechanik rausgeschmissen und haben dafür kleine Halbleiter eingesetzt und auch Leistungsbauelemente. Okay, ein elektronisches Weidezaungerät habe ich jetzt hier für euch. Dadurch habe ich, hier ist das Relais in Anführungszeichen und hier ist die voll elektronische und jetzt auch authentische Ansteuerung dafür. Ich zeige euch mal den Lichtbogen am Ausgang dieses Weidezaungerätes, sofern die Kamera diesen aufnehmen möchte, denn sie möchten das immer nicht so gern aufnehmen. Aber ich denke, man sieht ja schon, dass hier ein Lichtbogen überspringt. Also das Ganze funktioniert und man hat nicht mehr diesen Verschleiß eines mechanischen Kontaktes. Wie funktioniert das Ganze hier? Nun, ein elektronisches Weidezaungerät funktioniert genauso wie das mechanische im Prinzip. Nur, dass jetzt eben diese ganze Mechanik durch Elektronik ersetzt wurde. Wir haben nach wie vor den großen Kondensator 5000 μF. Das wäre jetzt zum Beispiel ein 4700 μF. Aber ihr müsst denken, in den alten Geräten waren diese Teile riesig. Da waren ein 5000 μF dreimal so groß wie der Kondensator hier. Wie auch immer, wir haben nach wie vor diesen großen Kondensator und haben hier unseren Schalter. Der Kondensator wird in rhythmischen Impulsen über diesen Trafo entladen, der die Hochspannung bereitstellt, die am Ausgang mit einer Glimmlampe nachgewiesen werden kann und natürlich einem Widerstand vor der Glimmlampe. Gut, was gibt es sonst noch dazu zu sagen? Ja, der Oszillator ist jetzt rein elektronisch. Ich habe Fotos von Geräten gesehen, da waren dann integrierte Schaltkreise drin, wahrscheinlich irgendwas Richtung NE555 oder irgendein Flipflop, der wo schön, schöne, schnelle Impulse erzeugt. Oder ich habe auch schon Schaltpläne, ich habe auch einen Schaltplan hier, von einem reinen Transistorgerät, wo alles mit Transistoren geregelt wird, man die Impulslänge einstellen kann und so weiter und so fort. Dann ist es auch sehr wichtig, dass die Impulslänge an den Trafo angepasst wird. Am Ausgang ist dann ein Leistungstransistor, zum Beispiel 2N3055, und der muss diesen Kondensator sehr kurz in diesen Trafo entladen. Dabei fließen einige Ampere, zum Beispiel 5 Ampere bei dem Gerät, das ich kenne. Er hat hier zwischen Kollektor und Emitter noch einen Spannungsüberwachungsteil. Das ist meistens bloß eine Diode oder ein Kondensator oder eine Kombination von Widerstand und Kondensator. Falls diese Rückspannung von dem Trafo größer wird als die Emitter-Kollektorspannung von dem Transistor, fließt diese Spannung über diesen Schutzmechanismus oder Schutzelektronik hier ab. Ja, nichts Besonderes soweit. Jetzt haben diese Geräte alle einen Nachteil. Durch das hohe Übersetzungsverhältnis, das notwendig ist, um von 12 Volt Eingangsspannung auf einige 1000 Volt Ausgangsspannung zu kommen, haben die Trafos natürlich physikalisch sehr viel Draht und dadurch auch einen hohen Innenwiderstand. Dieser hohe Innenwiderstand wirkt sich schlecht aus bei, sag ich mal, suboptimal aufgestellten Elektrozäunen oder sehr langen Elektrozäunen. Dazu komme ich gleich, ich baue nämlich gerade im Hintergrund noch eine neue Schaltung auf. Diese Schaltungen mit diesen Transistoren und ICs, die wo ich gerade gezeigt habe, sind eher alt. Die findet man heute kaum noch oder wahrscheinlich sogar gar nicht mehr. Oder kaum noch bis gar nicht mehr. Ich glaube, ich kenne eine Schaltung, wo sowas drin ist. Wie auch immer, die Technologie hat sich entwickelt und die Schaltungen haben sich verbessert. Klar, heutige Weidezaungeräte, habe ich gesehen, kann man am PC, teilweise am PC anstecken, kann sie programmieren. Sie haben selber Mikrocontroller drinnen, die verschiedene Parameter überwachen, optimieren, die Ladung ganz genau steuern und da ist richtig viel Hightech drinnen. Aber was ich euch eigentlich zeigen will, ist der grundsätzliche Wandel der Technologien. Während wir bei den alten Weidezaungeräten einen großen Kondensator hatten und 12 Volt, haben wir bei den neuen auch einen großen Kondensator, der aber nur noch einen Bruchteil der Kapazität hat. Diese Weidezaungeräte funktionieren wie folgt. Die Eingangsspannung von 12 Volt wird erstmal hochgesetzt auf zum Beispiel 400 Volt Gleichspannung. Die 400 Volt werden in den sogenannten Impulskondensator gespeichert. Ihr findet da keinen Elko in so einem Weidezaungerät auf der Hochspannungsseite, sondern ihr findet einen sogenannten Impulskondensator. Dieser Kondensator ist dafür ausgelegt, über kurze Zeit sehr viel Strom abzugeben. Weiterhin ist der Oszillator komplett anders aufgebaut. Während wir hier bei den alten Weidezaungeräten noch eine Transistorschaltung haben, die diesen Puls erzeugt, haben wir hier eine einfache R, C und wenn man möchte D. Nicht Residual Current Device, kein FI-Schutzschalter, nein, sondern eine Widerstand-Kondensator-Diode-Schaltung. Hier haben wir 400 Volt Gleichspannung, zum Beispiel. Die werden mit Widerständen an diesen Elko weitergeladen und dieser Elko lädt sich langsam auf. Wenn dieser Elko 33 Volt erreicht, zündet diese sogenannte Triggerdiode und macht diesen Thyristor, das ist kein Transistor, sondern ein Thyristor, leitend. Ein Thyristor bekommt auf Gate einen kurzen Impuls und wird dann wie ein Schalter leitend. Der schließt dann quasi den Schalter. Gut, dann passiert Folgendes, wenn dieser Thyristor leitend ist, wird dieser Kondensator über den Thyristor in den Ausgangstrafo entladen. Warum habe ich jetzt hier einen Zeilentrafo? Ganz einfach, erfahrungsgemäß, wenn man in diese Trafos diese Spannung reingibt, gibt es unübertrieben Lichtbögen, die von hier
bis hier überschlagen können. Da kommen zwei Blitze, drei Blitze und dann ist der Trafo kaputt. Deswegen habe ich hier einen Zeilentrafo, denn dieser Zeilentrafo kann anders als dieser Trafo an seinem Ausgang die hohe Spannung aushalten. Das ist ein spezieller Zeilentrafo mit nur einer Primärspule und einer Sekundärspule. Den gibt es bei einem bekannten Bastelgeschäft, wie auch immer. Nachdem der Kondensator entladen wurde, wird das Ganze wieder von vorn durchgeführt. Der Kondensator ist leer, der Kondensator ist leer, der hier leert sich wieder auf, dadurch leert sich auch der auf, wird eine gewisse Spannung erreicht, wird es hier sogenannte Triggerdiode oder auch Diag leitend, zündet den Thyristor, der Thyristor entlädt den großen Kondensator über den Trafo. Ich schalte das Ganze jetzt ein und vielleicht sieht man sogar hier Funken wegfliegen, denn die Energie, die jetzt in diesem System vorherrscht, ist um einiges größer als in diesen anderen Spielzeugschaltungen, die ich euch gezeigt habe. Ich muss natürlich dazu sagen, die gekauften Weidezaun-Geräte von der damaligen Zeit waren natürlich viel besser aufgebaut und alles optimiert und viel stärker als diese Spielzeugschaltungen hier. Die dienen einfach nur zur Demonstration. Gut, ich stecke das Ganze jetzt an und dann schauen wir mal, ob da Funken wegfliegen. Ja, man hat es vielleicht sehen können, man sieht es sogar immer noch. Allein der Widerstand, der an dieser Klemme, zwischen dieser Klemme und dem Kontakt des Trafos ist, frisst so viel Strom, das heißt so viel Energie, dass, obwohl hier eigentlich ein Kontakt ist, diese paar Milliohm noch ausreichen, um Funken zu machen. Ich versuche jetzt den Lichtbogen zu filmen, in den vorherigen Versuchen hat es nicht funktioniert. Ah doch, jetzt geht's. Zwar nicht wirklich gut, aber man sieht's, es ist ein sehr energiereicher und starker Lichtbogen. Ein richtig, richtig energiereicher Lichtbogen. Nicht wie bei den vorherigen Geräten, eher so dünn und schwach, sondern es ist ein richtig schöner, massiver, blauer, weiß-blauer Blitz. Gut, natürlich die Schaltung, die ich hier gebaut habe, ist weit entfernt von einem echten Weidezaungerät. Ich meine, im Prinzip ist sie ein echtes Weidezaungerät, aber es geht um die Effizienz. Echte Weidezaungeräte haben eine sehr hohe Effizienz und die Schaltung hier, da frage ich lieber nicht nach der Effizienz. Aber vom Prinzip funktionieren diese Geräte so. Wir haben einen Wandler von 9 Volt oder 12 Volt oder auch 6 Volt auf vielleicht 400 Volt. Die werden an einem physikalisch großen Kondensator gespeichert. Werden dann über eine Thyristorschaltung entladen. Anstatt der Triggerdiode kann auch eine Glimmlampe drin sein. Die kann auch zur Zündung des Thyristors verwendet werden und dann sieht man auch gleich noch ein Licht, das immer schön blinkt, wann ein Hochspannungsimpuls anliegt. So sind diese Schaltungen aufgebaut. Wir haben die 12 Volt, dann haben wir hier einen Oszillator mit vielleicht 16 kHz und haben einen Schalttransistor oder MOSFET. Hier ist der erste Wandler mit einem Übersetzungsverhältnis von vielleicht 1 zu 40, dass wir hier auf 400 bis 500 Volt kommen. Die werden in dem Kondensator gespeichert. Natürlich in den gekauften Geräten sind diese Kondensatoren größer, um mehr Energie zu erzielen, je nachdem, welche Leistungsklasse ihr halt kauft. Dann haben wir hier den Thyristor und den zweiten Trafo. Man sieht schon, hier haben wir einen Trafo und hier haben wir zwei Trafos. Aber dadurch wird es quasi aufgeteilt, das Übersetzungsverhältnis. Und dadurch passiert was anderes, das ich gleich erkläre. Noch kurz zum Oszillator. Dieser kann entweder, wie ihr seht, eine Glimmlampe sein mit diesem Kondensator, der dann eine Glimmlampe entlädt. Das kann auch ein Folienkondensator sein. Oder eben der Diag, diese entsprechende Diode. Man sieht hier, dass wir viel geringeres Übersetzungsverhältnis haben. Denn wenn wir schon 400 Volt haben und die zum Beispiel auf 8 kV hochsetzen müssen, dann brauchen wir ein viel geringeres Übersetzungsverhältnis, wie wenn wir von 12 Volt auf unsere 8 kV wollen. Warum ist das gut und wichtig? Hier seht ihr einen Elektrozaun, sehr künstlerisch. Hier ist das Weidezaungerät, hier sind diese Pfosten, wo der Zaun festgemacht ist. Und hier ist noch eine Blume dran gewachsen. Und hier seht ihr Kondensatoren. Hier ist die Wiese, hier ist der Erdungsstab. Jetzt müsst ihr euch das so vorstellen, das Weidezaungerät gibt einen Hochspannungsimpuls auf den vielleicht 100 Meter langen Draht. Jeder Zentimeter dieses Drahtes, der parallel zum Boden ist, wirkt wie ein Kondensator, den man nicht möchte. Und dann ist vielleicht auch noch irgendwo Gras oder eine Blume hingewachsen oder der Draht hängt ein bisschen tief und berührt das Gras. Dadurch haben wir auch noch einen zusätzlichen Widerstand. Jedes Mal, wenn dieses Weidezaungerät den Impuls erzeugt, muss es diese Kondensatoren laden. Denn sobald der Impuls aus ist, entladen sich die Kondensatoren wieder über das Weidezaungerät, über den Trafo. Und muss gleichzeitig diesen Widerstand schaffen. Wenn wir jetzt ein Weidezaungerät haben, das sehr hochohmig ist am Ausgang, wie diese alten Geräte, dann bricht die Spannung ein. Vielleicht haben wir 8000 Volt direkt am Gerät und am Zaun haben wir dann vielleicht noch 4000. Wenn wir jetzt aber so ein Weidezaungerät haben, so ein neues Weidezaungerät mit so einem kleinen Übersetzungsverhältnis, dann haben wir so viel Power in Anführungszeichen dahinter durch den geringen Widerstand, dass die Spannung von 8000 Volt vielleicht auf 7500 oder 7000 Volt einbricht. Deswegen verwendet man solche Geräte. Die Effizienz ist viel größer, die Geräte werden vielleicht nicht unbedingt kompakter. Ich habe ein schaltendes Zeitweidezaungerät gehabt von AKO, da war ungefähr so ein Trafo drin. Natürlich kein 230 Volt Trafo, ich rede jetzt von der Größe und dieser Trafo ist richtig schwer. Und Weidezaungeräte, gute Weidezaungeräte in Anführungszeichen, erkennt man daran, dass sie richtig schwer sind. Da ist ein richtig massiver und richtig guter Trafo drin. Gut, Selbstbauweidezaungeräte, Finger davon lassen. Ihr könnt gerne damit spielen, aber wenn ihr Selbstbaugeräte ansteckt und jemand dadurch verletzt wird, habt ihr ein Problem. Wenn ihr gekaufte Geräte fachgerecht aufstellt, hat der Hersteller ein Problem und nicht ihr. Gut,
mein Video über Weidezaungeräte. Ich hoffe, es hat euch gefallen und euch ein bisschen informiert. Seltsames Hobby, aber es gibt tatsächlich Leute, die sammeln sowas. Ich gehöre nicht mehr dazu, aber ich kenne Leute oder ich habe Leute gesehen, die sammeln sowas.